Ein Haus weiter musste auch Dieter kürzlich einen Arzt aufsuchen, da der 55-Jährige sich oft abgeschlagen und müde fühlt. Im Zuge der Untersuchung wurde ihm auch Blut abgenommen. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ist mein Name. Ich wollte wissen, wegen den Blutwerten, das sollte ich heute auch rufen. Dieter. Ja, da müssen Sie mal herkommen. Da war der Entzündungswert zu hoch. Der Leberwert war zu hoch. Okay. Muss er mit Ihnen nochmal. Dann kommen Sie morgen früh um 9 her. Ja, ja, okay, dann komme ich morgen früh her. Gut. Ciao. Okay, ciao. Machen wir es jetzt an der Leber, aber du bist gesund, gell? Das habe ich nicht erwartet, dass ich irgendwas an der Leber habe. Und Ihre Entzündung hast. Irgendeine Entzündung. Aber es kann ja auch von dem Muttermal hin sein, wo schon Eitern und Blut tut. Ein Muttermal auf Dieters Rücken bereitet ihm auch schon länger Probleme. Doch genau wie sein Nachbar Elvis ist der Bürgergeldempfänger kein großer Fan von Arztbesuchen. Also das war ein kleines Muttermal und ist über die Jahre immer größer geworden. Und mittlerweile haben wir so ein Oschi. Wenn mir einer da drauf schlägt oder irgendwas, dann blutet es. Oder wenn ich hab da jetzt ein Pflaster drauf, das habe ich ihm auch gesagt. Und es ist ekelhaft, immer dem das Pflaster wegzumachen und wieder drauf zu machen, weil der die ganze Scheiße, ich bin ja kein Doktor. Und ich will und das schon seit 2 Jahren rausoperieren lassen. Ich war schon beim Hautarzt, aber. Nee, dann Termin machen lassen, zum Rausschneiden und der Hosenschiss hat es nicht gemacht. Nee, durch meine Rückenprobleme hat er gesagt, mir du den Termin verschiebe. Und der Dieter hat dann wahrgemacht, nie wieder hinzugehen. Dieter wurde bei seinem letzten Arztbesuch gesagt, dass er mit 55 Kilo starkes Untergewicht hat. Die schlechten Blutwerte können er und Carmen sich jedoch nicht erklären. Leberwerte ist dann meistens mit einer fettischen Produkte. Entweder kriegst du Fettleber, weil du Alkoholiker bist, oder du isst nicht gesund, dass du zu viel fettische Sachen isst. Vom Alkohol kann es nicht kommen. Und momentan gibt es bei uns kaum, wegen mir kaum Sauna. Oder Creme Fraiche oder so, wo man sagen kann, dass die Leberwerte hochgeht. Deswegen verstehe ich es gerade nicht, warum der so schlechte Leberwerte hat. Das ist eigentlich, wo ich nicht verstehe. Und da trinkt ihr nur Kaffee und Zitronenlimon. Von da kriegt er keine schlechten Leberwerte. Nee. Oder hast du heimlich Schnaps gesoffen, wo ich nicht weiß. Ich trinke Alkohol. Jetzt weiß ich, warum du immer so früh ins Bett gehst, um 9:30. Ne? Du säufst immer heimlich, gell? Mm-mm. Habe ich noch nie. Ich meine, mein Vater, der hat eigentlich viel Alkohol getrunken. Und ich habe gesagt, nein, das gibt's bei mir nicht. Ja, die Blutwerte, die waren in den letzten Jahren, waren sie eigentlich immer gut. Aber dass ich nach einem Jahr dann was anderes höre, bin ich ein bisschen unruhig. Da brauche ich erst einmal ein bisschen. Ach, verdammt, zwei Meldungen, was du gekriegt hast, willst du mal nehmen? Du hast Zucker, Cholesterin, zu hoher Blutdruck, Fettleber, was willst du noch? Mein Vitaminmangel, Blutverdünner wegen meiner Thrombose, ich kann da gerne alles rübergeben. Und ich nehme Deutschwässer, weil Deutschwässer sind harmlos, meine sind hardcore. Ich will jetzt erst mal warten, was der Morgen zu mir sagt. Ja, wegen der Leber, das kann ich auch jetzt schon sagen, da sagt er nur, du darfst nicht mehr alles essen. Kein Schweinefleisch, nichts mehr. Nur noch Hähnchen und Puder. Wie soll ich dann die 10 Kilo zunehmen? Puderfleisch und Hähnchen darfst du doch essen. Puderfleisch esse ich, aber Hähnchen esse ich ja nicht. Dann musst du vegetarisch essen, wie ich. Es gibt nur noch Gemüse. Jetzt kann ich mit mir Diät essen. Ess Spinat, ess Reis. Ich würde es gerade essen. Kriegt er dann gesagt, ess das. Ich würde es gerade essen. Dann würde ich zu dem sagen, nee, lass mal gut sein. So was esse ich nicht. Ja, aber gehört mit dazu. Soll er mal eine halbe Million geben, dann tue ich meine Ernährung umstellen. Carmen hat wegen ihrer Diabeteserkrankung ihre Ernährung dieses Jahr bereits umgestellt. Wegen seines Untergewichts muss sich nun auch Dieter Gedanken über sein Essverhalten machen. Ich wollte jetzt erst einmal die 10 Kilo, was er jedes Jahr mir auch gibt, wollte ich jetzt erst einmal zunehmen. Also mit Gummibärchen funktioniert das nicht? Ja, mit Gummibärchen kann ich nicht zunehmen. Die kann ich nicht mehr, wenn ich nicht mehr rauche. Aber du rauchst zu viel. Nee, das kommt da. Doch, weil da
Du meinst schon, deine Zigarette sind da eine Ernährung. Du rauchst 2 Schachtel am Tag, das ist zu viel. Ja, brauchst du es nicht blöd zu gucken, du rauchst zu viel, das ist deine Ernährung, deswegen kannst du auch nicht zunehmen. Du rauchst schon nicht, du frischst schon deine Zigarette. Ha, wie ist das jetzt? Ja. Dann rauch weniger. Dann wundert er sich, dass er nicht zunimmt. Gestern hat Dieter telefonisch von seinem Arzt erfahren, dass seine Blutwerte auffällig sind. Um die Ergebnisse genauer zu besprechen, musste der 55-Jährige heute in die Praxis kommen. Was halt dem Sorge bringt, das sind die Leberwerte. Die gehen mal hoch, die gehen mal runter. Der Rest ist alles okay. Und meine Mutter mal beruf ist, der soll ich mir einen Arzt suchen, wo das dann macht. Und dann will er mich danach, wenn das verheilt ist, will er mich dann noch einmal sehen, ob das da dran liegt, dass die Entzündungen so hoch sind. Ich weiß nicht, wie das ist. Meine Angst ist halt noch ein bisschen ziemlich hoch. Für den 7-fachen Vater geht es nach dem Termin zurück in die Baracken. Dort wartet Ehefrau Carmen bereits gespannt auf das Resultat des Arztgesprächs. Frau Carmen, das habe ich mir mal gefragt, ob er mir das ausdrucken kann. Aber hat er gesagt, warum der Leberwerte so sind? Ob ich Drogen oder Alkohol trinke. Ja, den ganzen Tag. Ich soll halt zunehmen, habe ich gesagt, ja. Ich versuche alles. Ob ich Obst esse, habe ich gesagt, ja, Bananen esse ich. Aber die da alle 100 Jahre, das bringt nichts. Du musst einen regelmäßigen Rhythmus drin haben mit Obst essen. Also Obst isst du. Ich habe Clementine da, ich habe Äpfel da, ich habe Bananen da. Nur wenn der gnädige Herr nicht drauf greift, kann ich nichts dafür. Da hat mich gefragt, wie mein Essensrhythmus ist. Hab ich gesagt, ich esse normalerweise nur abends. Und so, verkehrt, du mich morgens, mittags, abends essen. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Müssen wir gucken. In den Baracken hat Carmen derzeit einige gesundheitliche Probleme. Neben einer Thrombose im Bein sind auch ihre Zuckerwerte schlecht. Eine Ernährungsberaterin soll ihr dabei helfen, die Lage zu verbessern. Ja, ich rufe jetzt bei der Krankenkasse auch wegen meinem Zucker. Wegen dem Ernährungsberater. Normalerweise kriegst du eine Ernährungsberaterin beim Zucker über den Arzt. Aber momentan ist alles schwierig, dass die Ärztin mich auf die Krankenversicherung geschickt hat und gesagt, ich muss mich da erkundigen. Weil momentan überall am Personal fehlt, ja. Der Fachkräftemangel macht auch vor dem Gesundheitswesen nicht Halt. Carmen setzt trotzdem alle Hebel in Bewegung, um ihren Blutzuckerspiegel in den Griff zu bekommen. Hallo, Sie sprechen mit Frau. Was genau kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, die Frau. Und zwar wollte ich fragen, ob es einen Ernährungsberater gibt für mich, weil von der Ärzte kriege ich keine, weil ich zuckerkrank bin. Und ob es ihr was gibt bei euch. Was brauchen Sie jetzt genau? Ich verstehe es noch nicht ganz. Wegen meiner Zuckerkrankheit, was ich esse darf und was nicht. Okay. Ernährungsberater gibt es jede Menge. Sie können ins Telefonbuch gehen, aber der Arzt muss Sie in Ernährungsberatung verordnen. Das können Sie dann bei uns einreichen und einfach mal eine Liste verlangen, wenn Sie möchten. Ja, ich werde noch mal mit meiner Ärztin drüber sprechen. Ja. Okay, danke. Ja, bitte. Tschüss. Das Telefonat hat nicht das gewünschte Resultat gebracht. Die 6-fache Mutter ist genervt, dass sie diese Angelegenheit wieder mit ihrer Hausärztin verhandeln muss. Ich muss jetzt erst mal zu meiner Ärztin erzählen, was jetzt schon wieder Sache ist. Die wird wieder fragen, ob hier alles noch ganz dicht ist. Die hat gesagt, du rufst bei der Krankenkasse aus, sagst, was für Krankheit du hast. Das habe ich schon gemacht. Dasselbe, was die Ärztin mir gesagt hat, habe ich da gesagt. Und die stellt mich einer auf DP und sagt, sie weiß nicht, was ich von ihr will. Ich muss doch das Wort Ernährungsberaterin kapieren. Und wenn ich sage, ich bin zuckerkrank, das ist doch der Kombi. Was versteht man da dran nicht? Sorry, verstehe ich nicht. Ja, okay. Deswegen war mir das jetzt zu blöd. Die hat keinen Bock gehabt mehr. So hat sich das für mich auch gehört. Und der Witz ist, ich kenne Leid, die kriegen es alle von ihrer Krankenkasse. Bloß ich Idiot wieder nicht. Mich lässt mal 5-mal zu ihrer Wohin rennen, bevor ich zu dem Punkt komme, wo ich eigentlich hin soll. Das heißt, es zieht sich alles in die Länge hinaus. Na ja, sag mal, die Leid unter die Erde bringen, wenn man sie nur
Von M, A nach B, nach C, nach D, Schicht. Dabei möchte die Baracklerin nur eins. Eine kompetente Beratung hinsichtlich ihrer Ernährung, damit sie der Zuckerkrankheit so gut wie möglich entgegenwirken kann. Ich kann vieles nachlesen, aber es hilft mir nichts. Weil wenn ich dann frage, ja, steht gern das und das da drüber, wieso gibt da mal keine Antwort? Weil ich lese es ja nur. Ein Ernährungsberater, der kann dich richtig aufklären. Auf was muss ich verzichten oder nur wenig essen und etc.